Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Skyrim. Die etwas besondere Special Edition. Ja. Mir wurde eben gerade angezeigt, wo ich das Spiel angemacht habe. Ich habe noch Fertigkeitspunkte zu vergeben. Und jetzt will ich endlich mal gucken, neue Stufe. Stufenanstieg, ja. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgegeben. Ja, das ist klar. So, achso, jetzt können wir genau zwischen Magie, Gesundheit oder Ausdauer entscheiden. Ich würde ja sagen, dass wir einmal Ausdauer nehmen. Beziehungsweise, warte mal, wie viel haben wir überhaupt? Ich weiß es gerade nicht. Ich mache jetzt noch mein zweites Mal Ausdauer. Achso, wir hatten nur zweimal Ausdauer. Okay, kein Problem. Ich dachte, wir haben ein bisschen mehr. Macht aber nichts. Dann machen wir das nächste Mal einfach ein bisschen mehr Gesundheit. Aber Ausdauer finde ich schon wichtig. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen was mit der Tragfähigkeit zu tun. Ja, jetzt haben wir nämlich 310. So, vorher hatten wir nämlich nur 300. Jetzt können wir 310. Und ich denke, pro 10 Einheiten, die wir an Ausdauer haben, haben wir dann 5 mehr Traglast. Ja. Was? Alduin ist echt? Ach so, wahrscheinlich schon. Das habe ich mir angeguckt, weil dann mich dieses Symbol ist. Nämlich Alduin ist echt. So, gut, warte mal, hier die goldene Klaue, genau. Jetzt müssen wir hier sozusagen herausfinden, was das ist. Das weiß ich mich auch noch. Und zwar müssen wir auf Objekte gehen. Dann Schlüssel, Fackel. Nein, wo war das denn nochmal? Die Klaue, das sind Bücher. Essen, Zutaten, Bücher, Schlüssel, sonstige. Ist das nicht unter sonstige? Genau, da ist ja die goldene Klaue, richtig. So, und da sehen wir Bär, Motte, Eule. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal hier den Bär auswählen oben. Hier die Motte und hier die Eule. Bär, Motte, Eule. Bär, Motte, Eule. Schon mal perfekt. Und dann einmal goldene Klaue. Und jetzt sollte es eigentlich aufgehen. Ja, wie ihr hört, ja, wie gesagt, ich höre mich immer noch recht nasal an und alles Mögliche. Ja, ich dümpel sozusagen zu Hause rum und will gesund werden. Okay, wir sind drin. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe das Spiel ein bisschen jetzt länger laufen lassen, weil ich auch, wie gesagt, mit OBS herumgespielt habe die ganze Zeit. Und da ist mir aufgefallen, dass auch meine Fackel dann irgendwann ausging. Also die Fackel, die brennt wirklich dann nur eine gewisse Zeit und die hält auch nicht ewig. Ja. Achso, weil wir ja gerade noch in Fähigkeiten waren. Wir haben ja hier diese Punkte, ja, also wenn wir ja mehr und mehr immer diese Punkte benutzen, steigen wir irgendwann auf. Ja, das sieht man an dem Balken darunter. Sollten eigentlich die Leute wissen, die schon etwas spielen. Einhändig haben wir zum Beispiel Stufe 26, das heißt, wir können jetzt hier machen, Einhandwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Auf jeden Fall, nehmen wir gerne. Ja, wir haben noch ein Talent zu verbessern, das heißt, wir steigen hier auch auf Level auf, ja, Talente. Hoppala, ich wollte es euch ganz gerne nochmal zeigen. Einen Moment. Auch bei anderen zum Beispiel. Einhändig. Wir haben hier zum Beispiel auch zweihändig. Also wir können immer dann nur mit jedem Levelaufstieg auch immer nur einmal das so aufsteigen. So. Okay, mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Ist zwar ganz cool, aber ich würde gerne nochmal Einhandwaffen verursachen. 40% mehr Schaden machen. Da wir momentan auch sehr viel mit Einhandwaffen hantieren. Ja, Schleichen und Schlossknacken werde ich auch später ganz hoch machen. Und was ich zum Beispiel auch sehr cool finde, ist, dass wir auch sehr auf Zerstörung aus sind. Also wir bewirken auch jetzt mal Zauber. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich das mal so privat vor Jahren, wirklich Jahren mal gespielt habe, sehr selten benutzt. Aber ich möchte ganz gerne wirklich das ein bisschen mehr benutzen. Deswegen haben wir jetzt ja auch die Chance dazu. Ja, so, und hier wäre dann unser erstes, ja, unser erster Grabstein. Beziehungsweise unsere erste Tafel. Genau, sagt mir schon, hey, komm her. Saug mich auf. Ich möchte ganz gerne erstmal den Rest mitnehmen. Ich weiß nicht, den Streitkolben mitnehmen? Nee, den Streitkolben, den lassen wir mal dort. Beziehungsweise wir können später selber Sachen besser craften, also das kann kein Problem sein.
Ich finde es schon so geil. Ich bin blind. Und das war's. Was? Ja, okay. Wir müssen jetzt hier kämpfen. Also das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal rechts und links Flammen. Los. Furchtroter! Scheiße. Okay. Dann machen wir das lieber so. Ah. Ja, go first. Hey, lass mich in Ruhe. Da mal. Traugurfürst am Arsch. Ich glaube, der hat eine ganz gute Axt immer. Jawohl, der hat eine sehr gute Axt. Alte Nordstreit-Axt der Kälte. Das Ziel leidet 5 Punkte Frostschaden. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Drachenstein nehmen wir auch mit. Und Gold. Damit haben wir genau 308 von 310, was wir momentan tragen können. Da können wir eh nichts reinpacken. Jump! So, das war's jetzt sozusagen hier schon mal. Mehr gibt es hier wirklich nicht gerade. Das war wirklich alles jetzt hier, was wir haben können. Deswegen wählen wir erstmal hier wieder die Fackel aus. Stecken das Schwert weg und gehen jetzt erstmal weiter. Bim, 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 bim. So, Griff aktivieren. Und los geht's. Durch den dunklen Tunnel mal wieder. Ich weiß, es wird zwar sehr dunkel für euch aussehen gerade. Oder etwas dunkel. Dietrich, Silberhalskette, winziger Seelenstein und Trank 309 ganz knapp gerade. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier rauskommen, zum... Ja, zu Flusswald. Und dort auf jeden Fall mal ein paar Sachen verkaufen, die wir jetzt übrig haben. Ich weiß nicht, ob diese Drachentafel wichtig ist, aber ich glaube ja. Die behalten wir mal lieber. Dieses Zeichen gefällt mir nicht. Jetzt weiß ich wieder, was passiert ist. Da hilft nämlich nur eins. Ich muss mal ganz kurz rumtricksen. Nicht wundern. Das Programm sagt mir nämlich jetzt immer, dass das sich aufgehangen hat, obwohl es sich nicht aufgehangen hat. Also ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ihr seht ja jetzt ganz normal alles, wie jetzt hier abläuft, ne? Also rechts zum Beispiel die Schrift und so weiter und so fort. Und bei mir auf der linken Bildschirmseite hat sich es gerade aber aufgehangen. Und das finde ich gerade sehr, sehr merkwürdig, dass das Spiel sich jetzt öfters aufhängt und wieder fängt und dann wieder ganz normal weiterläuft. So als würde nichts passiert sein. Deswegen, ich habe jetzt so einen ganz normalen weißen Bildschirm. Den seht ihr gerade nicht. Ihr seht nur diesen Mauszeiger. Und das macht es jetzt gerade kontinuierlich, das Spiel. Und das regt mich auf, wirklich nur, weil ich auf Vollbild spiele. Würde ich das Spiel wieder auf ganz normal machen, dann wäre es kein Problem. Aber irgendwie weiß ich nicht, was jetzt gerade mit Skyrim wieder für seine Macken hat. Seht ihr? Genau das meine ich. Skyrim hat seine Macken momentan irgendwie. Es liegt nicht daran, an der Auslastung von meinem System oder so her. Es läuft alles wirklich perfekt. Ja, aber es ist trotzdem wirklich sehr, sehr nervig. Wir können jetzt hier eigentlich lang laufen, aber... Also ich finde die Nacht mal wieder extrem geil, also wow, immer wieder. Also Skyrim ist wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, yo, hat auf jeden Fall früher die GOTY Edition alles wirklich sehr, sehr verdient. Und wenn jetzt die sogar noch ein neues Spiel rausmachen, was von der Engine her super läuft, dann bin ich sogar dabei. Ja. So, okay, aber nicht ablenken lassen. Wir wollen jetzt erstmal schnell zur Karte. Und hier unten ist die Flusswald und bringt die Klaue zu Lucan. Ja, und hier ist auch nochmal, bringe den Drachenstein zu Faringa. Das ist auch noch so eine Aufgabe, die wir machen müssen. Wir können auch gerne laufen. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal kurz warten. Wir werden mal kurz 6 Stunden meditieren. 6, 5, 4, 3. Also nicht meditieren, wir sind nicht bei The Witcher. Boah, krass, oder? So, jetzt kann ich mich auch die Fackel einstecken. Zack. Kann das Schwert einpacken. Entschuldigung.
Wir wählen aber vorsichtshalber schon mal die Flammen aus. Zack. So, packen ein. Und wir müssen jetzt eigentlich hier herunter. Irgendwie. Nee, nee, nee. So. Hat geklappt. Ja, diese Scheißteile haben mich auch schon mal aufgeregt. Da kann man wirklich nichts gegen machen. So, ihr sagt mir, dass hier irgendwie eine Höhle in der Nähe ist. Ich bin mal gespannt, was das für eine Höhle ist. Ich will nur mal schnell dahin rennen und die einfach mal entdecken. Oder habe ich die sogar schon entdeckt? War ich da vielleicht drin? Ist es vielleicht dieselbe Höhle, aus der ich gerade gekommen bin? Eigentlich eher nicht. Jeder kennt das früher. In Skyrim einfach durchbuggen. Einfach springen, irgendwie lernen. Ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr? Klappt schon mal sehr gut. Ich bin fast oben. So, wenn ich jetzt hier oben bin und langlaufe, dann müsste ich das doch eigentlich von der Höhe schaffen, oder? Ah, ist das cool. Genau, sowas meine ich zum Beispiel die ganze Zeit. Einfach dieses Rumglitschen von Skyrim. Oh mein Gott, war das geil. Ah. So, südlicher Bruchbeinpass. Den haben wir jetzt gerade... Da gehen wir jetzt aber erstmal nicht runter. Ich wollte nur diesen Bruchbeinpass einfach mal hier erforschen, damit wir den Wolf hier hinten gleich killen können. Tut mir leid, Wolfi, Wolfi. Du bist jetzt aber unser Bunser. Und zack. Weg mit dir. So, Rüstung, was? Zack. So, Gewicht 1. Wir sind aber schon... Was? Ich habe gerade gesehen, Objekte. Ach, Taglast 310 von 310 haben wir genau. Geil. Ja, nicht wundern. Kann vielleicht ab und zu mal ein bisschen ruckeln. Es liegt aber wirklich dann an den Mods, die ich drauf installiert habe. Also es läuft ja eigentlich soweit flüssig. Ich habe es ja auch selber gesehen. Ich habe es jetzt mehrfach ausprobiert. Es ist ganz merkwürdig irgendwie. Ich weiß nicht. Ich muss mir mal wahrscheinlich irgendwas anderes überlegen, was ich mir zulege. Dann irgendwie geht es so nicht weiter. So. Ich meine, was anderes außer OBS gibt es gerade momentan nicht. Also was so von dem, soll ich sagen, von dem CPU her und alles wirklich sehr schonend ist und was alles sehr gut aufnimmt. Ja, deswegen, also ich kenne kein anderes Programm, was so kostengünstig ist und auch gleichzeitig so gut ist. Das ist wirklich schon extrem krass. Ich meine, Fraps war ja früher so dieses Nonplusultra, wo man gesagt hat, wow, Fraps, ja, schöne große AVI-Dateien gehabt und hast du nicht gesehen. Wer ist denn das eigentlich? Hallo? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Was habt ihr zu verkaufen? Blick darauf. Okay, Bärenpelz. Hawkerzahn. Wie viel Geld hat denn der eigentlich? Jägergold 23. Alles klar. Und weg. Auf Wiedersehen. Was ist denn das eigentlich? Ach, seine Angelrute. Doch auf! Entschuldigung, Mann. Hey, der hat da seine Truhe. Ja, aber das Blöde ist, wenn wir die Truhe aufknacken, dann gilt uns die Beute als gestohlen. Und damit können wir dann schon mal nicht die Sachen mehr verkaufen. Das können wir dann nur später machen, wenn wir ein bisschen weiter im Spiel sind. Ich möchte jetzt nichts spoilern. Erst dort können wir dann die Sachen richtig verkaufen. Nee, wir gehen hier unten lang. Genau, hier unten müssen wir lang gehen. Ja, was ich jetzt auch machen könnte, wäre Schnellreiseoption. Dann werden wir klick, klack und dann werden wir dort. Ich denke mal, das ist auch nicht immer so die tolle Lösung. Man kann ja auch was verpassen unterwegs bei Skyrim. Und so groß ist es nun auch nicht, dass wir so einen riesen Sprung machen müssen zwischen... zwischen Flusswald, sage ich jetzt mal, und hinten Helgen oder sonst wo. War das überhaupt Helgen? Kann man mal ganz kurz gucken.
Also hier hinten war das. Lord of the Rings, genau. Ach, Schloss Einsamkeit war das, genau. Mortal. Und hier hinten ist Lord of the Rings. Und da unbedingt möchte ich gerne mal hin. Aber das machen wir noch nicht. Das wäre ja dann schade, wenn wir jetzt schon hingehen würden zu Lord of the Rings Platz. Ja. Irgendwelche scheiß Schmeißfliegen hier rum. So, Leute. Jetzt können wir gleich schon mal die goldene Klaue abgeben. Ja, die goldene Klaue werden wir erst... Ja, doch, doch, die goldene Klaue werden wir erst im nächsten Part abgeben. Den Rest werden wir danach machen. Deswegen sage ich an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen von Skyrim. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wisst ja, wie immer, Däumchen nach oben und ein Kommentar wäre ganz cool. Und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao.